ihr lieben Nosy Rosy Zuschauer und Abonnenten und Kommentargeber. Ich bin die Cassandra und ihr schaut The Nosy Rosy. Ich bin leider etwas spät dran. Das tut mir leid. Ich möchte mich dafür entschuldigen, denn ich hatte leider ein Problem mit meiner Kamera. Die ist nämlich mal eben baden gegangen, ne? Also wirklich baden gegangen. Und ich musste sie jetzt erstmal trocknen und tralala und hasse nicht gesehen. Und ich hoffe, sie funktioniert jetzt so, wie ich das haben will. Und dass ich jetzt noch in einigermaßen guter Qualität euch etwas darüber erzählen kann. Über das Wochenthema, überleg. Wochenthema ist nämlich, ja, was magst du an Frauen? Punkt. So, was ich an Frauen mag, ja, das ist eine gute Frage. Also seitdem ich mich erinnern kann und bald zurückdenke, habe ich eigentlich immer auf Frauen geschaut. Ich denke, das hat den Grund, weil Frauen einfach wunderschön sind. Und ja, Frauen sind wunderschön. Und wenn man sich auch mal so in der Presse oder wenn man mal so an den Zeitschriftenständern vorbeigeht, ist eigentlich zu 99% immer eine Frau auf dem Cover. Also mögen wir wohl alle ziemlich Frauen, ne? Und ja, aber mir persönlich, ich könnte noch nicht mal sagen, ich mag das und das und das und das, sondern es kommt immer drauf an, auf die Frau. Also ich habe auch kein richtig ganz hundertprozentigen bestimmten Frauentyp, sondern bei mir kommt es auf die Ausstrahlung an. Also ich hatte schon eine Freundin, die war ziemlich, ja, nicht dick ungefähr, aber korpulent. Aber die hatte eine Wahnsinnsausstrahlung. Und wenn ich der in die Augen geguckt habe, da war ich hin. Da war alles andere scheißegal. Und ja, also ich keine Ahnung, wenn ich eine Frau sehe beim Einkaufen oder so, denke ich mir mal, boah, die hat ein hübsches Gesicht. Oder Mensch, die hat echt total schöne lange Arme. Oder boah, so wie sie sich kleidet und gibt, ist einfach nur sexy. Und also ich habe da nie wirklich was Bestimmtes. Klar, also ich mag die weiblichen Rundungen und beim Küssen die weichen Lippen. Und was mag ich noch so sehr? Klar, den Bauch mag ich auch, also den so ein bisschen streicheln und küssen. Ich finde Frauenbäuche sehr erotisch und Frauenbrüste natürlich sowieso. Und wenn die dann noch mal ein kleines Piercing haben, ja, das ist es so, was ich mag. Und ich hatte mir überlegt, nehmen wir mal ein paar Beispiele, ne? Zum Beispiel mag ich Lady Gaga. Ne, wenn ich die Frau anschaue, dann denke ich mir, wow. Denn die Frau hat so eine geladene Power-Ausstrahlung und dazu noch dieses Geheimnisvolle an ihr. Ne? Und dass sie sich auch ziemlich ausgefallen kleidet, das mag ich total an ihr, weil ich ausgefallene Kleidung auch gerne mag und auch selber herstelle. Dann, wen haben wir denn noch? Paris Hilton finde ich zum Beispiel auch eine sehr interessante Frau. Die ist so, sie wirkt so sehr zerbrechlich, weil sie so schmal ist. Aber trotzdem hat sie für mich irgendwie das gewisse Etwas an, wenn man so Interviews und ihre Augen so sieht, einfach nur Bombe. Ja, und da habe ich mir gedacht, ich nehme mal unsere Nosy Rosies. Huh? Zum Beispiel haben wir montags ja die Laura. Zum Beispiel Laura, die fasziniert mich, die hat so mit ihren Fremdsprachen, ne? Und macht ja ihre Videos immer recht witzig mit der holländischen Sprache, ne? Und sie ist auf eine natürliche Art und Weise, hat sie eine Ausstrahlung, wo ich gerne zugucke und wo ich mich auch drauf freue, liebe Laura, wenn wir uns dann mal richtig kennenlernen. Ja, dienstags bin ja ich, da will ich gar nichts zu sagen. Und am Mittwoch ist die Jen. An der Jen zum Beispiel mag ich,
ihren, wie soll ich es ausdrücken? Sie tritt ganz normal auf als sie selbst. Also, und das macht mich jedes Mal so richtig, wo ich denke, boah, du kannst sagen, was du willst, es kommt an. Weil sie einfach so natürlich ist und auch durch ihre Augen einfach wirklich, da kommt Leben rüber. Mittwochs, wen haben wir jetzt eigentlich? Na, Mittwochs war ja die Jen, Entschuldigung. Donnerstag ist die Amy da. Nicht immer, die ist ja nur noch halb bei uns, aber die zum Beispiel hat für mich auch eine wahnsinnige, liebevolle Ausstrahlung, weil sie für andere Menschen, ja, ich würde nicht sagen kämpfen, aber dass sie auch versucht, ein bisschen Toleranz in unsere Welt zu bringen. Das hat eigentlich Pluspunkte beim, also hat sie Pluspunkte bei mir, weil ich das total klasse finde. Und sie hat einfach vom Erscheinungsbild irgendwie so total lieb. Also Love, Peace and Happiness so irgendwie. Ne? Genieße das Leben. Probleme kommen früh genug. Irgendwie so kommt sie rüber. Und körperlich finde ich sie auch wunderschön. Ja, dann haben wir freitags die Duni. Bei der Duni finde ich irgendwie so die witzige Art total. Also so ein bisschen spontan mit ein bisschen Witz dabei und auch wie sie von ihrer Vergangenheit erzählt. So, ich war ein kleiner Hip-Hopper, ne? Oder Tomboy. Ja, und ich mag zum Beispiel ihre Haare. Boah, ich finde die so toll, ne? Und wenn ich mir ihre Lippen so ansehe, die finde ich wunderschön. Und was haben wir denn noch? Dann haben wir den Thomas, die kenne ich ja persönlich und ich muss euch sagen, die Thomas, die hat sowas von wunderschöne Augen. Boah, ey, da verliebt sich jedes Mädchen drin. Also echt, also die hat ein wunderschöne Augen, ein wunderschönes, liebliches Gesicht. Ich würde mal fast sagen, wie ein Engel. Ne? Liegt jetzt daran, dass ich sie schon ein bisschen besser kennengelernt habe und gesehen habe. Und ja. Dann haben wir die Mel, von der habe ich ja noch nicht ganz so viel gesehen, aber bei der Mel ist einfach das Lachen. Wenn sie lacht, dann ist es so, als würde sie strahlen. Ne? Also das müsst ihr euch bildlich so vorstellen. Ja, und so geht es eigentlich bei jeder Frau, die ich sehe. Sie hat, also bei den Frauen, es gefällt mir nicht immer das Gleiche, sondern die eine Frau ist vielleicht total dick, hat dafür wunderschöne Augen und ein strahlendes Lächeln. Die andere ist dafür ziemlich dünn. Oder was weiß der Geier was und hat dafür was anderes Schönes an sich. Und deswegen, ja, würde ich sagen, ich kann mich da gar nicht so festlegen auf so typische Beispiele wie ich stehe auf Füße, ich stehe auf Beine, ich stehe auf sonst irgendwas. Bei mir ist es so mehr das Kompakte, dieses Ganze. Wenn ich mir eine Frau anschaue und die absolut mich nirgendwo reizt, da ist keine Ausstrahlung oder sonst irgendwas. Die hat dann bei mir auch schon irgendwie verloren, will ich jetzt nicht sagen. Aber die schaue ich nicht weiter an. Ja, das war es dann zu diesem Thema. Nächste Woche geht es dann weiter. Ich denke, ich werde wieder pünktlich erscheinen. Ne? Und ich grüße dann mal alle Nosy Rosies, die sich gerade im Urlaub befinden. Schade, dass ihr nicht da seid, aber ich freue mich tierisch auf eure Urlaubsberichte. So. Bis denn, ne? Haut rein, seid glücklich, seid froh. Lala. Tschüss.